Moin, ich heiße Frank und drehe eigentlich Dampfervideos. Also Videos über die elektronische Zigarette. Und da mein Rechner langsam in die Jahre gekommen ist, und immer langsamer wird, habe ich mich mal umgeguckt, ob ich jetzt nicht mal ein anderes Betriebssystem nehmen kann, um meine Videos zu realisieren. Und bin dann auf mal wieder auf Linux gestoßen, habe mich mal umgeschaut, ein paar Versionen installiert und ich glaube, letztendlich wird es jetzt hier das Ubuntu Studio sein, weil das alles fast alles mitbringt, was ich gerne hätte. Die drei Sachen, die ich jetzt immer mal wieder installiert habe, klar, bei den anderen Versionen habe ich auch schon installiert, die möchte ich jetzt gleich hier einmal in einem Video festhalten, damit, falls ich dann doch noch mal eine Version oder noch mal eine neue Linux-Distribution ausprobiere, ja, ich mir das leichter wiederfinde und vielleicht hilft es euch ja auch, ja, das ein oder andere schneller zu finden. So, das GUVC-View, damit ihr mich hier sehen könnt in diesem Bild, das ist ein Programm, was unterm Ubuntu Wiki, da ist es, eigentlich ganz gut beschrieben ist, aber so nicht funktioniert. Jedenfalls nicht bei mir, also weder auf meinem Ubuntu, was ich auf dem Notebook drauf habe, noch hier auf dem Ubuntu Studio. Also mit dieser Installationsanleitung funktioniert es leider nicht. Dann sehe ich mich immer nur in schwarz, oder vielmehr, ich sehe mich gar nicht, also ein schwarzes Bildschirm oder ein grüne. So, dann bin ich doch mal hier auf die Herstellerseite gekommen und bin auf den Download gegangen. Und hier steht dann eben die Anleitung und habe es dann über dem Terminal installiert. Hier also die drei Befehle eingeben. Einmal das sudo apt-get repository ppp ppa und so weiter. Dann hier das sudo apt-get update, genau. Mann, ist das schwer zu reden. Und hier dann zum Schluss, um das Ganze zu installieren, sudo apt-get install. Und dann war es das. So. Danach habe ich dann hier so ein Fenster, so ein wunderbares Kontrollteil. Jetzt kann ich hier so auf Video oder klicken, dann würde es Video drehen, dann wäre nur dieses Video hier, nur das hier. Oder eben auch mal eben ein Foto machen. Hier kann ich eine Menge einstellen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, ob er permanent scharf stellen soll. Oder hier nochmal, ne? Bisschen was an Helligkeit und den Videocontroller, welche Webcam, also was für eine Kamera ich benutze, was für eine Bildrate ich haben will, dann wie groß das Fenster hier, in dem ihr mich jetzt seht, sein soll, wie das aufnehmen soll, in welchem Format, dann die Audioquelle, falls ihr mehrere Mikrofone irgendwie habt oder das Mikrofon von der Webcam nicht haben wollt, dann so ein separates habt, dann klickt ihr hier rein. So, das mache ich doch mal im Kleinen. So, um diesen ganzen Desktop hier aufzunehmen, habe ich dann Kazam installiert. Kazam findet ihr, also habe ich jetzt hier unten hingesetzt, ist aber auch hier oben das kleine rote Ding. So, und damit das geht, was ihr jetzt gerade gesehen habt, dass ich das immer hier so vergrößern kann und das irgendwie ganz klasse ist. Also da, wo meine Maus ist, hingeht, da wird auch weiter vergrößert. Das Programm heißt. Ja, Zubehör. Ach nee, da nicht, da oben ist es. So, unter Einstellung finde ich es. Und compiz-config. So, und das installiert ihr über ein Terminal. Und dann habt ihr hier compiz-config. Und dann hier in barrierefrei reingehen.
Und Zoom-In-Button habe ich auf Button 4 gelegt. Zoom-Out-Button ist sogar hier deaktiviert. Das funktioniert hier bei dem Studio wunderbar. Bei dem Ubuntu musste ich auch noch den Zoom-Out-Button mit Button 5 machen. Also Alt-Button 4 ist für mich. Hier bei mir jetzt die Maus, also Alt-Taste gedrückt halten und Maus nach oben drücken und nach unten wäre dann eigentlich Zoom-Out. Aber es funktioniert, wie ihr seht, auch so ganz gut. So, das war es dann hier heute mal als erstes Video. Bisschen was über Linux. Das mache ich eigentlich auch mehr für mich. Weil ich habe ja jetzt so ein paar Mal schon in Linux installiert, habe dann all die Programme nochmal nachinstalliert, die ich gerne hätte. Und damit ich nicht jedes Mal nachgucken muss, wie hießen die Programme, haben ja doch andere Namen als bekannt unter Macintosh oder Windows. Und einstellungsmäßig drehe ich jetzt eigentlich diese Videos für mich. Und wenn es euch dann auch hilft, ist es ja super. Und ich werde jetzt also nach und nach immer mal ein Video drehen, bis, ja, ne, vielleicht gefällt es euch, abonniert es, dann mache ich weiter. Sonst habe ich ein super laufendes System und falls ich es mal neu aufsetze oder ein anderes aufsetze, habe ich ein schönes Handbuch in Form von Videos. Also ein Video, wie nennt man das denn dann? Ein Handvideo. Mehrere Handvideos. Okay, wie dem auch sei. Vielleicht sehen wir uns wieder hier. Bis bald. Ciao.